Gitter der Seitenstraße. Im Souterrain wohnt ein wohlgesitteter Waisenknabe, der Smoking weiß, die Hose sitzt unterm Seitenkragen. Und vor der Tür glänzt der Nobelschlitten in Eierschale. Lockt doch der Mond durch das Oberlicht in den Feierabend. Sitzt der Dunst durch mit Kohlestift vor der Schreibblockade. Ja, der Herr Kolum ist ruhelos und mit spitzer Miene. Sie nennen ihn Jack, dieses Kuriosum der Schickeria. Doch was ist Nacht und der liebestrunkene Schürzenjäger? Geistert umher durch die Niederungen der Gürtelbögen und wirkt die Stadt in der Abendröte wie Maskerade. Spürst du ihn nah, wenn sein Aftershave durch die Gassen wabert? Baby, are you going out again tonight? 'Cause every time you do, I go through changes. So, meine Lieben, herzlich willkommen im Duftbunker mal wieder. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich bin sehr, sehr gespannt. Wir reden heute über Calais, Fragranze d'Autore. Hier geht es um Folgendes. Calais ist die Distribution-Firma für viele namhafte Brands in Italien. Dahinter steckt ein Virtuose, eine schillernde Persönlichkeit der Parfümerie-Welt in Italien. Und zwar Silvio Levi. Man könnte quasi sagen, eine Art, obwohl es hier immer um Unikate geht natürlich, wie wir auch wissen, wenn ich euch folgende Namen nenne, ein bisschen das Pendant zu Herbert Stricker in Italien. Und zwar eine absolute Spürnase. Es handelt sich hier um einen Mann, der zum einen, einmal zu den Hintergründen, 1955 hat sein Großvater das Geschäft quasi eröffnet in Mailand, wo es aber in der Vorkriegszeit und bis dahin eher um französische Düfte ging in Italien. Sein Großvater aber hat sich dann quasi auf Nischendüfte, die quasi in Italien produziert werden und so weiter, Emporkömmlinge der Parfümwelt. Und heute wissen wir, dass Italien ein sehr, sehr gutes Standing hat in der Szene, überhaupt in der Branche. Also es kommen unwahrscheinlich viele wunderschöne Düfte aus meinem Herzensland. Bis dahin war es noch nicht so. Also vorher war es wirklich traditionell so, dass alles aus Frankreich stammte zu der Zeit. Wir wissen, Grasse ist immer noch international die absolute Parfümhauptstadt der Welt. Und das ist auch völlig okay so, nur wir wissen halt auch, dass die Entwicklungen einfach international ist. Und da ist auch wirklich wieder das Schöne, die ganze Welt kommt zusammen, wenn es um diese Leidenschaft geht. Das ist nicht nur in der Industrie so, das ist auch unter den Liebhabern so. Und teilweise beobachte ich das auch an mir, dass ich kulturell aufgeschlossener werde und so weiter und immer wieder staune, wo von immer her auf der Welt wunderschöne Kreationen kommen, von denen man es erstmal nicht erwartet hat, ne? In der Engstirnigkeit, sage ich mal. Also zurück zu Silvio Levi. Silvio Levi ist eine Spürnase, das erkennt man auch daran, dass er meines Wissens nach, ich erzähle immer nur so ein bisschen das, was ich meine zu wissen, korrigiert mich, wer es besser weiß, sollte mir gerne schreiben, auch in den Kommentaren, wie auch immer. Auf jeden Fall meines Wissens nach ist es der erste Distributor außerhalb von Frankreich, der damals Creed in das eigene Land gebracht hat und auch heute noch Distributor für Creed in Italien ist. Jetzt ist es natürlich so, wir haben auch ein paar Infos mittlerweile über Creed, über die Geschäftsgebaren, die Geschichte, wie sie ein bisschen gedreht wurde und so weiter erlebt. Ey, aber davon ab und auch dieser Aventus-Hype, ne? Also ich bin zum Beispiel jemand, ich habe überhaupt nichts gegen diesen Duft. Ich trage ihn sogar. Ne? Also überhaupt gar nichts. Diese ganze Diskussion über Batches und hin und her, da bin ich schon lange ausgestiegen. Natürlich war es so, dass Aventus irgendwann mal so populär war, dass man vielleicht auch gesagt hat, so, oh, okay, muss das jetzt sein oder so. Irgendwann ist es aber so gewesen, dass alle sich über diese Batch-Sachen da hin und her gestritten haben. Und dann wurde es mir wieder egal, dann habe ich gesagt, so, ey, ich mag den Duft, warum soll ich ihn nicht tragen? Ne? Also, um nochmal zurückzukommen zu der Sache, ich schweife wieder ein bisschen ab. Das Feeling, ohne vorher zu wissen, dass es solche Hypes gibt oder dass eine Marke so durch die Decke geht, das vorher zu wissen, das ist die große Kunst. Und das wissen wir und beobachten wir hier in Deutschland oftmals unserem lieben Herbert Stricker.
Und das können wir, wenn wir wollen, und ein bisschen recherchieren, oder die Leute, die in Italien sind, die sich für Parfums interessieren, die wissen es, das ist Silvio Levi. Und ich weiß auch von mehreren Brands, die auf ihn vertrauen, beziehungsweise die er sich pickt und tatsächlich durch sein Gespür weiß, was damit passieren wird. Und ja, es gibt zwei, drei Geschichten, die er in den Händen hält, wo ich auch absolut weiß, die Dinger werden international durch die Decke gehen. Absolut. So, 1955 hat der Großvater das Geschäft eröffnet. Silvio ist da quasi reingeboren. Und das ist lange her. Es gibt viel Erfahrung. Dadurch kann man als Distributor oder als jemand, der auch Parfümerien besitzt, und das tut Silvio Levi, hat man so viele Kontakte und lernt so viele Parfümeure kennen und so weiter, kennt so viel aus dieser Welt, dass es da ganz logisch ist, dass man ja den Wunsch verspürt, eigenes Parfum rauszuhauen. Ne? So, und das ist passiert. Calais Fragranze d'Autore. Fragranze d'Autore, wieso d'Autore? Es gibt ja einen Autor und es gibt jemanden, der einen Narrator, jemand, der etwas erzählt. Und genauso ist es irgendwie so, es gibt jemanden, der eine Komposition vielleicht auch erstmal schreibt, und es gibt jemanden, der es umsetzt. Und so ein bisschen in diesem Feeling, in dieser Art von Erklärung stecken die Säfte-Ergebnisse in diesen Flakons. Denn Silvio Levi ist quasi Regisseur oder jemand, der Momente festhält, Melodien festhält, Erinnerungsfetzen, solche Geschichten halt zu Blatt bringt oder erklärt und den Parfümeuren, die er auswählt, vertrauensvoll in die Hände gibt und dann voller Hoffnung ist, denn er wird ja halt auch vorher ein Gefühl haben für die Leute, die er aussucht, und das sind einige namhafte Leute, dazu komme ich gleich noch. Gibt ihnen das in die Hand und hofft darauf, dass die Interpretation sein Feeling packt. Und erst dann wird es dazu kommen, dass man sagt oder dass er sagt, das ist das Parfum. Deswegen glaube ich, dass ich hier, also ich habe hier einmal eine Art Discovery Set mit vielen, vielen Düften. Ich wusste gar nicht, dass es so viele sind, die rausgekommen sind. Sehr schöne grafische Geschichten. Also das sind schon einige, die werde ich wahrscheinlich heute jetzt nicht alle durchgehen. Ich werde vielleicht einen der Flakons mal öffnen, damit ihr auch mal seht, wie das Ganze präsentiert wird. Und dann werde ich mir vielleicht den einen oder anderen hier mal rauspicken, um einfach mal so ein bisschen schon mal einzusteigen, und werde dann im Anschluss sicherlich nochmal tiefer einsteigen, um rauszufinden, was denn meine Lieblinge sind, und die nochmal im Besonderen zelebrieren. Aber ihr könnt euch vorstellen, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass wir es hier mit spannenden Sachen zu tun haben. Also nicht unbedingt 0815, nicht unbedingt Crowdpleaser, ich weiß es nicht, wir werden sehen. Aber ich glaube wirklich anspruchsvolle Geschichten. Denn er kennt ja so viel und es gibt ja so viel. Und warum dasselbe machen wie andere? Und wenn man jetzt mal einmal dazu kommt, wer so mitspielt in den Kompositionen, in dem Orchester der Brand. Wir haben Namen wie Maurizio Cerrizza. Wer mich nicht das erste Mal irgendwie sieht oder mir zuhört oder was auch immer, wer mich kennt, weiß, dass in diesem Kreis zwischen Maurizio Cerrizza, Christian Calabro, Chris Carbonell, das sind so die Leute, die mich sehr, sehr oft packen. Aber viele Dinge, die ich auch noch gar nicht so lange kenne und mich umhauen, kommen von Arturetto Landi, der auch hier seine Finger im Spiel hat. Natürlich sind diese Leute immer bei diversen Parfums eingesetzt. Wahrscheinlich, so wie ich den Silvio einschätze, wird er für jede Idee, für jede Geschichte, die er erzählen wird, für sich gefühlt halt den richtigen auswählen. Und so ist es halt, dass von Parfum zu Parfum andere Protagonisten bzw. Kompositeure, Kreatoren am Start sind. Wen wir noch haben, ist Mark Buxton.
Auch hier wissen wir von Geschichten wie Kajalama, der ganz neue, der bald erst rauskommt, von Kinetic Parfums und so weiter. Also Marc hat auch schon einige coole Sachen gemacht. Und auch da, es wird eine bestimmte Art Duft sein, ne, die diesem einen Parfümeur am meisten liegt. Die Geschichte passt zu dieser bestimmten Richtung. Und so geht wahrscheinlich Silvio Levi los und sucht sich die richtigen Leute, um sein Orchester zu bespielen. Ne? Ja, also ich bin sehr gespannt. Was man vielleicht noch erzählen kann, Silvio Levi ist nicht nur Regisseur der Parfums, er ist nicht nur Parfümeriebesitzer und Distributor, er ist auch der Erfinder der Aixons. Und ja, mit was für einem Kaliber haben wir es da zu tun, ne? Die international größte Parfummesse, wenn es um den Nischenbereich geht, überhaupt. Und ja, wer vielleicht das ein oder andere Video gesehen hat oder vielleicht eine Story von mir und so weiter, wird gesehen haben, wie unfassbar bombastisch sich das Ganze entwickelt hat, wie umfangreich und wie wunderschön und unausschöpflich es ist, dort diverse Marken kennenzulernen, diverse neue Kompositionen, diverse Parfums, die auch tatsächlich auf der Messe selbst gelauncht werden. Und ja, es ist einfach ein Zusammenschluss, wie sagt man so schön im Englischen, like-minded people. Ja, Kontakte, die man vorher hatte, die man noch nie gesehen hat, da das erste Mal trifft und solche Geschichten einfach. Oder wieder sieht, ne? Leute, die man wieder sieht. Einfach eine wunderschöne Sache. Natürlich geht es auch dann darum, dass einige Brands da auf der Suche nach Distributoren sind und so weiter. Ganz klar. Aber das Feeling dort, so viele Menschen, die für diese Leidenschaft brennen, dort treffen zu können, das ist schon eine besondere Sache und dafür steht letztendlich auch Silvio Levi. Also, ich würde sagen, wir machen mal einen unserer üblichen Verdächtigen hier, beziehungsweise vorrätigen Verdächtigen auf, beziehungsweise ich zeige euch erstmal, also das hier ist zum Beispiel eine Broschüre, die ist wunderschön gemacht. So, wir haben hier die Bilder und immer auch ein bisschen die Idee dazu, ne, die Gedanken, ich habe euch ja gesagt, Erinnerungsfetzen und so weiter, Geschichten, die vorgeschlagen werden. Das ist, glaube ich, auch der Wortlaut von Silvio Levi. Am Ende machst du die Geschichte. Er gibt dir vielleicht eine Richtung, einen Vorschlag. Und letztendlich schreibst du die Geschichte halt. Ne? So, was auch natürlich schön war, ich habe so ein paar Duftstreifen bekommen, die super schön dazu passen. Wir haben hier ein Logo-Element. Also schon sehr durchdacht, ne? Was in so einem Paketchen landet. Ich hatte ja vorher irgendwie das Unboxing gemacht und das ist natürlich auch super cool. Ne? Wir haben jetzt heute zwar nicht einen so wahnsinnig sommerlichen Tag. Wir hatten 2-3 in den letzten Tagen. Da hätte ich das sehr gut gebrauchen können. Aber eine schöne Sache. Und ja, fangen wir an mit einem dieser Düfte. Wir haben hier Liberamente. Ich habe auch den Roboris zugeschickt bekommen. Wir machen mal diesen Liberamente auf. Wunderschön. Liberamente kann man auch als ein zusammenhängendes Wort sagen. Liberamente, der freie Geist. Liberamente, freiheitlich, wenn man es zusammenspricht. Also sehr schönes Spiel. Schauen wir uns mal an, was da die Interpretation ist. Ich habe jetzt nicht die Story dahinter gelesen und so weiter. Ich lasse mich einfach mal ein bisschen überraschen. Vielleicht schauen wir gleich nochmal irgendwo online rein, wo man ein bisschen was erklärt bekommt. So sieht das Ganze aus. Zack. Also sehr cool gemacht. Ne? Zum einen haben wir halt immer dieses simple Schwarz, sehr ein sauberes Schwarz, was unterbrochen wird von Duft zu Duft mit einem Farbband. Und hier ist es so, ich weiß gar nicht, ob das bei dem anderen auch ist. Ne, hier ist es glatt. Hier haben wir so eine Struktur, die so ein bisschen daran erinnert oder so aussieht, als ob es nass wäre. Also ich kann mir vorstellen, dass wir es hier vielleicht mit einem Aquaten zu tun haben. Schauen wir mal. So, wie läuft das jetzt? Muss ich das da kaputt machen oder was? Nee, okay. Ah, okay. So. Okay, jetzt hängt das ein bisschen schief da drin. So. Okay, wow. Irgendwie süß, ne? Ich
glaube, die Proportionen halt so im Video kann man jetzt nicht so genau sehen, ne? Aber es ist irgendwie sehr, sehr hübsch und klein im Endeffekt, halt so, wie es so wirkt hier drin. Und hier haben wir noch eine Banderole mit einer Nachricht wohl drin. Okay. Wow, guck mal, so viel Liebe zum Detail. Uiuiui. Also hier wird wahrscheinlich die ganze Geschichte dahinter. Piccolo Cancello, Pardo, Violetto. Gut, das ist natürlich jetzt wahnsinnig lang. Ne? Das werde ich mir nochmal in Ruhe angucken, aber cool gemacht, ne? Ein schönes Detail. So, und dann haben wir hier so dieses Logo-Element, ne? Super schön eingefasst in den ins Cap. Nochmal so ein rotes Bändchen. Super schön gemacht. Riechen wir mal, was da los ist. Liberamente. Ah, okay, da kommt schon ein bisschen was. Cool. Wow. Ja, ich hatte recht. Meine ich zumindest halt, so wie ey, ich sag immer, ich bin keine professionelle Nase. Ich kann keinen Duft in Einzelteilen analysieren. Super frisch, eine leichte Süße, ich meine sogar ein bisschen was Grünliches, wow, okay, ja, da merkt man auf jeden Fall, das ist nicht von irgendwem, okay, ich muss ein bisschen was dazu lesen. Okay, schauen wir mal, was wir da haben. Liberamente. Maurizio Cerrizza, okay, alles klar. Rhabarber, Bitterorange, ja, Rhabarber und Ingwer in der Kopfnote. Hammer. Bitterorange rieche ich jetzt nicht so raus, aber dieses Rhabarber und Ingwer Gemisch mit den aquatischen Noten, also ich lag schon ganz richtig. Alpenfeilchen Tanne, wow, Tanne hätte ich jetzt nicht so, aber das kommt ja in der Herznote, da wird man ein bisschen Zeit brauchen für. Also auf jeden Fall spannend, keine 0815 Geschichte, sicherlich auch nicht etwas, was jeder mögen wird, das ist glaube ich auch nicht der Anspruch. Man will auch, glaube ich, irgendwie so ein bisschen was Spannenderes bringen. Das ist schon cool. Schwarzer Tee. Wahnsinn. Ja. Also auf jeden Fall hat er was Maritimes, Fruchtiges, definitiv. Man muss natürlich gucken, Dry Down und so weiter. Das war jetzt das erste Mal, dass ich diesem Duft begegne. Ein Full Wear wird immer mehr Erkenntnis bringen können als jedes schnelle Urteil. Ne? Sehr, sehr cool. Picken wir uns vielleicht nochmal einfach einen hier raus. So, das war Liberamente. Was haben wir? Was spricht mich denn an? Mal gucken. Fulgor. Fulgor ist schon mal cool, auch so von der Farbe her. Also Fulgor hat mich schon jetzt irgendwie vom Namen, finde ich jetzt interessant. Ich kann es jetzt nicht übersetzen, ich weiß nicht, was es ist. Mein Italienisch, beziehungsweise glaube ich auch nicht, dass es Italienisch ist, ist nicht perfekt. Aber die Farbe sticht schon mal hier raus. Ne? Wenn wir jetzt mal so schauen, wir haben hier alles so ein bisschen, ich sag mal, durchsichtig, wässrig bis gelblich. Und Fulgor sticht einfach von der Farbgebung raus. Den picke ich mir jetzt mal und bin sehr, sehr gespannt. Oh krass, okay. Wow. Sehr, sehr potent, sehr potent. Also der ist wirklich stark. Definitiv fruchtig. Hat so leichte Anklänge von Himbeere oder so oder irgendwas, ja, also ist auf jeden Fall irgendwas säuerlich süßliches. Sehr cool.
Der ist interessant. Der gefällt mir sogar, glaube ich, ein bisschen besser als der Liberamente. Obwohl, der hat sich jetzt auch schon wieder verändert, Mann. Nee, ich glaube, dieser Fulgor. Der Fulgor ist schon ein bisschen mehr mein Ding. Obwohl man bei dem auch sagt, man erkennt auf jeden Fall, dass er direkt nach dem Aufsprühen etwas, ja, ich würde nicht sagen zu stark, aber man weiß, dass er definitiv seine Zeit braucht, um noch ein bisschen besser zu werden. Aber er wird wahrscheinlich die Power brauchen, um diese Ausdauer dann am Ende zu haben, die man wahrscheinlich möchte. Ja, schauen wir mal, was wir da haben. Fulgor. Okay, also in den Noten steht jetzt keine Himbeere. Es ist Johannisbeere, die da in der Kopfnote angegeben wird. Grüne Mandarine, cool. Feigenblatt, Magnolie, Narzisse, Safran, Weihrauch, Patchouli, mineralischer Amber, Graphit und Pyrit. Pyrit weiß ich jetzt nicht, was es ist, aber Graphit. Sehr, sehr cool. Maurizio Cerizza, alles klar. Also ja, also man merkt, also das sind nicht aller Welt oder ja, wie soll man sagen, halt so, ne? Crowdpleaser in dem Sinne halt, dass nicht jeder direkt darauf einsteigen kann, glaube ich. Sie sind schon sehr besonders halt, ne? Und das ist natürlich auch immer eine Sache, die ich begrüße, denn wenn alles so 0815, alles immer, ja, okay, ich meine, du hast sicherlich auch Tage, an denen du etwas Unkompliziertes tragen möchtest. Ganz klar, habe ich oft, ne? Ich sag mal, Parfums, bei denen du dir keine Gedanken machen musst, ne? So einfach zugreifen und so weiter, ist eine tolle Sache halt so. Hier ist es aber wieder mal so, hier braucht man halt schon wirklich eine Entscheidung, ne? Der ist cool. Also den Fulgor mag ich. Liberamente ist auch cool, aber der Fulgor packt mich ein bisschen mehr, muss ich sagen. Sehr cool. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht mit der Brand. Einiges zum Kennenlernen ist ja da. Aber ihr habt sie schon mal gesehen. Ich glaube, also bisher habe ich sie jetzt noch nicht so sehr auftauchen sehen bei uns in den breiten Graden unter den deutschen Bloggern. Aber eine coole Brand, muss man sagen. Also sollte man auf jeden Fall mal ein bisschen durchsteigen, ein bisschen entdecken. Für mich ist sie auch neu, wie ihr gehört habt. Und ja, ne, da ist einiges zu entdecken. Cool. Also, ich bedanke mich für eure Zeit. Ich bedanke mich bei Silvio Levi und dem ganzen Team von Calais, Fragranze Dottore. Und bin gespannt, was ich noch alles lernen kann. Und ja, würde sagen, Freunde, ein kleiner Nachtrag, wie sollte es anders sein? Ich habe in der Zwischenzeit noch ein wenig weiter getestet und habe meine drei Favoriten rausgekitzelt. Ich weiß, Rankings sind auch für mich, sind jetzt nicht immer so das Allerpassendste, und lasst euch das einfach nur als vielleicht kleine Inspiration gesagt sein. Entdeckt das Haus für euch. Aber ich kann euch sagen, am meisten gefallen haben mir diese drei. Das ist zum einen Roboris, dann Fulgor, übrigens dieses rote hier, Vorsicht, also hätte ich das wahrscheinlich auf diesen weißen Pullover aufgesprüht, hätte ich ein bisschen länger Spaß gehabt, als es danach gerochen hätte. Ne? Also ich denke mal, das hätte schon Flecken gegeben. Aber der mir am allermeisten gefallen hat, so, und das ist halt wirklich ein erster Test, ich habe keine Hauttests, ne? Keinen Fullwear gehabt und so weiter, ist der Brezza di Seta. Super schönes Teil. Also der hat mir am allermeisten gefallen bisher so. Und ja, alles andere wird sich herausstellen. Ne? Also viel Spaß weiterhin beim Entdecken neuer Brands für euch. Für mich war diese, wie gesagt, neu. Und ja, es ist immer wieder eine schöne Sache.